meine kleine Chloe gesehen? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette, die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Mit euch, ihr Schmarotzer! Die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Hey, Träger! Hierher! Endlich! Du bist spät! Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt?
Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen. Los, steh hier nicht rum und gaff blöd. Rette ihn! Na gut, wo ist er? Oh, zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los, geh und töte die Bestie. Dafür, dass sein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkte er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Der Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Zur Seite. Ich erledige das. Du solltest ihn nicht töten, sondern eher dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Träger, komm rüber! Erst schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du's hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da! Ich sag's doch! Er redet! Schon wieder! Bestraf ihn, Vater! Warte! Wer bist du, Träger? Sprich! Du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los! Bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher! Mein erbärmlicher Besitzer ist Madame. Wenn du willst, hole ich sie. Doch ich bezweifle, dass sie erfreut sein wird. Wie? Du dienst Madame? Was, was macht eine Frau von ihrem Stand? Hast du Angst? Und nun stell dir vor, was die Träger gefühlt haben. Wie sie gelitten haben. Bei eurem Spiel. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich in sie hineinzuversetzen, dann könnte ich dir behilflich sein. Vater, ich hab Angst. Wagst du es etwa, uns zu drohen, Träger? Madame, hin oder her, so lasse ich nicht mit mir reden. Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste.
der Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben. Mehr Opfer ihrer adligen Spiele. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich? Nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann.